Ich danke euch, den letzten 30 Getreuen, dass ihr da seid. Ich bin kein Organisator, aber jemand muss reden. So, wir haben eine neue Konkurrenz, bekanntlich Montagsdemos Pegida in Dresden. Jeder hat gehört von Pegida, von dieser Dresden-Demonstration. Dresden. So. Gut. Es ist so, in Deutschland, natürlich unsere Freunde von der Mannwache Berlin, die haben am letzten Montag 50 Leute zusammengetrommelt. 50, okay? Und Pegida in Dresden 15.000? Ja, gut. Das kommt natürlich auch in Wien. FPE plant schon für Anfang Jänner eindeutig eine Pegida unter anderem Namen oder was schon immer. Ne? Gut. Was ist das? Warum hat Pegida so viel Erfolg und so viel Zulauf? Zuerst erklären, was das ist. Was das ist? Patriotische Pegida ist eine Demo gegen islamische Extremisten. Gegen Islam allgemein. Islam-Extremisten, richtig. Und Islamisierung. Pegida heißt wohl patriotische europäische, wie ist das? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Na gut, Abendland. Also damit können wir in der FPE-Mitglieder was anfangen. Gut, ist egal. Aber es kommen wahnsinnig viele Leute zu dieser Demo. Warum? Weil diese wahnsinnigen Verbrechen in Australien und in Irak, sowieso Syrien, die gehen jeden was an. Unser Thema ist allgemein Frieden. Na und im Moment glauben die Leute, kommt kein Krieg. Ja, also warum sollte man demonstrieren, wenn alles in Ordnung ist? Ne? Aber diese wirklich islamistische Attentäter, die sind jede Woche tätig irgendwo und das kommt in den Hauptnachrichten. So. Was ist da passiert? Amerika tut so, als hätte sie überhaupt keine Schuld auf den Ganzen. Nein, sie bekämpft die ISIS. Ja, die ganze Wahrheit ist die allererste Unterstützung für Islamisten war in Afghanistan, so Anfang 80er Jahre. Ich kann mich noch erinnern, dass der Kissinger damals hat irgendwo von Pakistan gezeigt über die Grenze. Ja, da sind jetzt die schlimmen Kommunisten, die sind mit Russen verbunden, mit Sowjets. Und wir unterstützen aber die frommen Leute, die Gläubigen. Ja, so hat es begonnen. Osama Bin Laden war ein Produkt dieser Entwicklung, richtig. Das ist absolut belegt. Das ist keine Verschwörungstheorie. Er war der Mann der Amerikaner, der hat natürlich in Afghanistan Abwehrkampf gegen die afghanische Regierung und gegen die Russen organisiert. Gut. Das gleiche ist mit Hamas. Hamas ist keine Terrororganisation, aber Hamas wurde unterstützt von Israel, von Geheimdiensten, ganz offiziell gegen Arafat. Sie wollten natürlich Spaltung und so haben die vollgesetzt auf diese islamistische Karte. Also Israel hat das voll unterstützt, Amerika hat sie voll unterstützt. Ja. Ich würde sagen, die sollten sich einmal entschuldigen, ja, vor der ganzen Welt, dass sie das so weit gebracht, dass Irak in Trümmern ist, dass Syrien 6,5 Millionen Flüchtlinge innerstaatlich und weitere 3,5 Millionen irgendwo im Ausland hat. Und von diesen 3,5 Millionen kommen wahnsinnig viele nach Zentraleuropa. Gut. Warum? Jetzt sind wir in dieser Lage. Es wird nicht besser. Und was unsere rührige Innenministerin da immer sagt, ja, Kärnten hat 89% erfüllt von dieser Pflicht und Steiermark nur 88. Mein Gott, wenn sie diese 11% nachholen, dann ist das weniger als das, was jeden Tag kommt nach Österreich, okay? Also das sind alles lächerliche Sorgen, das ist eine, ja, natürlich ist die Innenministerin rückgriffsreif, aber das waren alle EVP-Innenminister auch schon vorher.
Gut. Also, diese Pegida wird die Leute zusammenreißen, und zwar nicht nur die Idiotischen, also ganz Ultrarechten, sondern das ist irgendwie ein Interesse, das spürt jeder. Ja? Also, wie ist das möglich, dass bosnische Flüchtlinge, die haben bei uns Asyl bekommen, das ist dieser Prediger, der hat anscheinend organisiert, dass man in Irak Christen kämpft. Also, was ist da passiert in der Politik? Ja, aber können wir diese Regierung noch ernst nehmen? Weil natürlich, die hat das alles mitverfolgt. Warum? Warum sind so viele Tschetschenen hier? Ja, weil sie gegen Russen waren. Wir sind natürlich auch gegen Russen. Warum sind so viele Kosovo-Albaner da, so viele Bosnier? Naja, die waren gegen die Serben. Wir sind auch gegen die Serben. Ja, also, die haben sich das alles selbst verschuldet. Aber jetzt sind wir alle drin. Und diese islamistischen Attentäter, die werden nicht abnehmen. Nein! Und die Flüchtlinge, die nach Europa drängen, die werden nicht weniger. Also, ja. Ey, es gibt noch, also Selbstlob von Österreich, wir sind natürlich so human, wir nehmen viele Flüchtlinge. So, ich habe unlängst gelesen, Schweden hat 4000 von diesen, oder noch mehr, von diesen Flüchtlingen genommen, und Österreich plant 150. Also, Schweden ist vergleichbar in Österreich bekanntlich, ja. Also, man, das ist genau wie bei Umweltschutz. Also, wir geben vor, ja, wir sind Musterschüler bei Umweltschutz. Naja, wenn man sich wieder anschaut, wo die größten Mangel sind, international, dann ist das immer Österreich. Also das Selbstbild und die Realität ist nicht das Gleiche. Okay, danke. Stefan, willst du was sagen? Ich möchte ein bisschen...